Willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe Mystery-Pakete aus und suche dabei schönen Vintage-Schmuck, den ich gut auf eBay verkaufen kann in meinem eBay-Shop. Heute habe ich ein absolutes Mystery-Mystery-Paket. Ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Wir lassen uns mal gemeinsam überraschen. Aha, also ich sehe was Rotes, ich sehe Perlen, ich sehe Gold. Ja, schauen wir mal. Als erstes haben wir hier eine Kette, die ist irgendwie zerlegt in zwei einzelne Teile, aber hier scheinen nur die Ringe zu fehlen. Also das ist so eine Art Statement-Kette, die ist ja jetzt vor einigen Jahren gerne gab. Und dieses geschwungene C, das hatte ich schon mal. Da weiß ich immer noch nicht, was es ist. Jetzt ist da noch ein Strassstein dabei, also es muss schon irgendeine Marke sein. Aber sonst steht hier nichts drauf. So, dann haben wir hier ein Lederband mit einem emaillierten, keine Ahnung, Muster drauf. Dann das Etikett sagt mir Chicos. Also das ist eine amerikanische Bekleidungsmarke, deswegen wird es aus amerikanisches Paket sein. Ich denke, das ist aus den 90er Jahren mit dem Lederband. Dann habe ich hier ein paar Armbänder mit Etiketten dran. Retail, oh, hier steht der Preis drauf. $42 für das Lederarmband bei Macy's. Das ist hier so ein lachsfarbenes Armband mit goldenen Nieten drauf. Hier ist eine Marke drauf, Vince Camuto. Vince Camuto macht ganz tolle Ledersachen. Da gibt es tolle Handtaschen, tolle Schuhe und scheinbar auch schöne Armbänder. Also ich finde die Schnalle sehr schön. Schön, schönes neues Armband und hier das gleiche nochmal in schwarz, das ist ja eigentlich noch besser. Schön, ein Designerschmuck. Und dann gibt es hier so ein flexibles Armband, was sagt uns das Etikett? Liz Claiborne. Hier ist, glaube ich, auch ein Logo drauf. Mal schauen. LC. Also gemerkt ist es auch. Und so perlenartig sind diese Rauten da drauf. Liz Claiborne ist zurzeit einer der größten Schmuckhersteller der Welt. Also die haben ganz, ganz viele Marken gekauft. Was ich weiß, ist, dass Kate Spade gehört zu denen und Trifari. Ich weiß nicht, ob sie immer noch dazu gehören, aber Trifari und Monet gehören heute auch Liz Claiborne. Hier haben wir eine sehr schöne Kette mit kupferfarbenem Dreiecksanhänger. So. Und Marke ist eine kleine Feder. Mal schauen, was da drauf steht.
11. 11 steht drauf. Und die Kette, die fällt so. Auch eine Art Statement-Kette. Finde ich sehr schön mit den Kugelkette dazwischen. Und diese, die fallen sowieso ein kleiner Kragen. Und dann mit dem kupferfarbenen Anhänger. Und sehr cool aus. Schön. Und dann haben wir hier eine Kette in dunkelblau mit Perlen. Da ist auch eine Marke dran. NY für New York. Ich denke, das wird so ein Schmuck sein für in irgendeinem amerikanischen Kaufhaus als Eigenmarke. Hier die emaillierten Schmuckteile in rund und in eckig, Perle und diese Steine sind dunkelblau. Sehr schick. Dann, aha, das gehört wohl alles zusammen. Hier ganz große Strasssteine, Perlen und so ein schwarzes, also Spitzenband. Die Marke ist dieselbe, NY, New York. Also das ist auch eine echte Statement-Kette, da ist ordentlich Material dran. Sehr schick. Doch, das ist schön. So, dann haben wir hier eine kupferfarbene Kette mit pinkfarbenen Quadraten, Würfeln. Und diese sind so lachsfarben. Die Marke ist Lia Sophia. Ja, Lia Sophia in Kupfer. Dann habe ich hier eine in so einem Altmessing eine Kette mit, na, diese Teile sind sehr schön. So türkis, grün und in so einem ganz feinen Muster. Ja, diese Ketten, die gab es auch, ja, 2000, so um 2000 rum. Ich guck mal, welches Logo draufsteht. PD, P und D mit einer Krone drauf. Also das hatte ich schon mal, aber ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Die Kette sieht wertig aus, sieht schön aus. Also diese Teile sind ganz besonders in lila und so ein Türkis. Und das sind auch so lilane Steine. Schön, so ein bisschen ethnisch. Gefällt mir gut. Dann haben wir hier ein Lederband, ein geflochtenes, mit einem großen Anhänger und einem rotbraunen Schmuckstein. Marke. RMN steht an der Lederkette und hier steht das POD-Zeichen mit der Krone. Ja, ich weiß leider nicht, welche Kollektion das ist, aber eine sehr schöne, wertige Anhänger, sehr schön. Dann haben wir hier eine goldfarbene Kette mit Kugelanhängern. Eine ist so durchbrochen und eine ist so mit durchsichtiger malvenfarbener Kugel. Ein Riesenetikett mit Italy drauf. Und hier steht Mobi mit Strassstein.
Ich glaube, die ist nicht so alt, hat so ein leichtes, hat schon eine Vintage-Optik, aber das Logo, das ist, dürfte also auch 10, 20 Jahre alt sein. Und dann habe ich hier eine sehr schöne Kette, wie ich finde. Mit so verschiedenen Strasssteinen. Dieser Stein in der Mitte hat auch eine besonders tolle Farbe in so einem grün-beige. Mit lila und weißen und beigefarbenen Steinen. Ein schöner Anhänger. Auch eine schöne hochwertige Kette dran. Dann ist hier noch so ein Vogelanhänger. Ich guck mal, da steht was drauf. Also hier steht Chloe drauf und hier, ich weiß es nicht genau, Isabel oder eine Schreibschrift ist auf so einem kleinen Etikett schwer zu entziffern. Also auf jeden Fall ein schönes Logo und sehr schöne Kette. Dann haben wir hier eine silberfarbene Kette. NY und Co. New York und Co. Made in Korea. Eine schwere Ausführung. Ja, so eine Schlangenkette. Eine doppelte. Dann haben wir hier die ist auch schön. Viel dran und groß. Was ist das? Ah, das hängt hier noch so dran. Ja. Das sind auch so Kettenquasten, die noch so lang runterhängen. Ein N wieder. Als Marke ist nur ein N. Und das ist schön. Das hat was. Das finde ich ist wirklich so designermäßig und ein echtes Statement-Teil. Tja, finde ich gut. Und dann haben wir hier eine Kette in Silber mit so einem reich verzierten Anhänger. Mal schauen, was da drauf steht. Also hier ist so ein Anker graviert auf diese Plakette. Dann weiß ich auch nicht, welche Kollektion das ist. Also der Anhänger sieht schön wertig aus. Die Kette sieht auch toll aus. Das Einzige, warum ist der Verschluss in Kupfer? Aber eine sehr schöne Kette. Gefällt mir gut. Dann habe ich hier eine, auch von New York & Company, NY und C. Mit Sternen. Kleine filigrane Kette. Einzelteil. Und dann gibt es hier einen Armreif mit Logo. Sequin. Sequin kenne ich. Die haben mehrere Läden und machen auch so hochwertigen Modeschmuck. Sehr schön in Rot und Metall. Schönes Logo ist das. Ja. Dann ist das hier eine ganz leichte Kette in Kunststoff, in Gold, Rot und Schwarz. Okay, Modeschmuck. Sieht aber, finde ich, wertiger aus, aber eine ganz leichte Ausführung. Dann ist das hier wieder von Chico's. Chico. Eine. Die Kette ist schön.
Also Chico gilt in Amerika auch als Designerschmuck, sowas wie Mark Twain oder so bei uns in Deutschland. Schön aus. Doch, sieht schön und wertig aus. Sehr gut. Dann haben wir hier eine Kette, Perle und Metallanhänger, so wie so ein Maya-Kreis. Dann eine Brosche in Herzform mit Strassstein. Ich gucke mal, ob eine Marke draufsteht. Nein, keine Marke. Und dann ist das hier ein Armband mit silbernen Kugeln. Sehr schön. Und ein Anhänger. Ja, ist das ein Anhänger? Oder so ein Herz zum Durchfädeln. Eine Marke steht nicht drauf. Und das ist ein Anhänger für ein Lederband oder so eine Art Collierring. Und wieder das PD-Logo mit Krone. PD. Ich muss es unbedingt rausfinden. Jetzt habe ich ja schon drei Teile. Ja, das war das letzte Teil. Also der schönste Teil war für mich heute eindeutig diese Kette hier. Die Chloe-Kette mit den kleinen Vogel und diese Farben der Steine, die finde ich einfach wunderschön. Dann fand ich auch diese Kette sehr ausgefallen. Und auch irgendwie tolle Farben mit diesen Kettenquasten am Ende. Sehr, sehr schön. Dann die beiden Armbänder aus Leder von Vince Camuto. Auch ein schönes Designerteilchen. Und dann, was finde ich noch gut? Finde ich diese Kette mit dem Kupferdreieck. Die hat auch etwas ganz Besonderes. Und diese Kette finde ich auch toll wegen der Farben auch. Ja, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne etwas in den Kommentar, liked mein Video unbedingt und abonniert meinen Kanal. Bis hoffentlich bald.